وقل رب زدني علما. الحمد لله حق حمده، وأصلي وأسلم على محمد نبيه وعبده وعلى آله وأصحابه وزرائه وجنده. أما بعد، liebe Geschwister, auch dieser Ramadan wird vorbeigehen und die Glücklichen werden jene sein, die diesen Monat genutzt haben. Und die Glücklichen werden jene sein, die, wenn sie am Tage der Auferstehung auf Allah subhanahu wa ta'ala treffen und sehen werden, dass ihr Fasten akzeptiert worden ist. Denn der Fastende freut sich zweimal. So heißt es im Hadith sinngemäß von Abu Huraira radiallahu anh, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, der Fastende hat zweimal eine Freude. Die erste ist dann, wenn er sein Fasten bricht, aufgrund, dass er essen und trinken darf. Und die zweite Freude ist dann, wenn er auf seinen Herrn trifft. Überliefert in Sahih Muslim. Im Monat Ramadan ist der Iman der Muslime ohne Zweifel höher als in den anderen Monaten. Denn es gibt keinen Monat im Jahr, den man durchfastet und Tarawih in der Moschee betet und so viel spendet und Koran liest und Dua macht und man allgemein mehr Gutes tut als sonst. Und deshalb steigt auch der Iman, denn von der Aqidah der Ahlus Sunnati wal Jama'a ist es, dass der Iman durch den Gehorsam zu Allah subhanahu wa ta'ala steigt und er sinkt durch die Ungehorsamkeit zu ihm subhanahu wa ta'ala. Und dieser Monat ist eine Gabe Allahs an seine Diener, um so ihren Iman wieder steigen zu lassen, nachdem man 11 Monate gekämpft hat, irgendwie seinen Iman zu bewahren. Deshalb sollten wir von diesem Monat Lehren ziehen, die uns helfen werden, das nächste Jahr zu überbrücken, bis wir wieder auf die Rettungsinsel Ramadan gelangen. Denn nach diesem edlen Monat werden unsere Feinde, die Shayatin, wieder freigelassen. Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Sura 35, Suratu Fatir, der Erschaffer, Vers 6. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. Gewiss, der Satan ist euch ein Feind. So nehmt ihn euch zum Feind. Er ruft ja seine Anhängerschaft nur dazu auf, zu den Insassen der Feuerglut zu gehören. Was wir machen sollten ist, das erste Schutzschild nach Ramadan sofort aufzustellen, nämlich das Fasten der 6 Tage vom Monat Shawwal. Denn diese 6 Tage werden dich an Ramadan erinnern, wie gehorsam du warst, wie du den Koran rezitiert hast, wie du gespendet hast, wie du nachts gebetet hast und wie oft du deine Hände gehoben hast für das Bittgebet. Liebe Geschwister, die wahre Vorbereitung ist eigentlich die Vorbereitung auf das, was nach Ramadan kommt. Wie soll ich das nächste Jahr durchstehen, ohne ständig zu fasten, beten, spenden und so weiter? Und ich weiß, dass die Versuchung groß ist und immer größer werden. Die Antwort gibt dir dieser Monat. Dieser Monat und Gast hat dir eine Nasiha gegeben. Und zwar, wenn du möchtest, dass dein Iman weiterhin stark bleibt, dann gestalte die Folgemonate wie diesen Monat. Wenn du es nicht schaffst, jede Nacht 11, 23 mehr oder weniger Raka'at zu beten, so wie du es im Ramadan gemacht hast, dann versuche einige Raka'at nachts zu verrichten. Das Mindeste, was man machen sollte, sind 3 Raka'at. Und der Vorzug des Nachtgebets ist allen bekannt. Es ist das beste Gebet nach dem Pflichtgebet und eine Tür für die Vergebung der Sünden, die man tagsüber machte. 29 bzw. 30 Tage in jedem Monat zu fasten, wird man nicht schaffen und ist auch nicht erlaubt. Aber wir kennen alle den Montag, den Donnerstag, die 3 weißen Tage, der Tag von Arafah, der Tag von Ashura. Und das Mindeste, was auch hier überliefert wurde, sind 3 beliebige Tage im Monat zu fasten. Und das ist ebenfalls machbar. Für diejenigen, die nahe an einer Moschee wohnen, lasse dir kein Pflichtgebet entgehen. Die Schritte zur Moschee tilgen deine Sünden und erhöhen deine Hasanat. Und die ganze Strecke wird dir als freiwilliges Gebet gutgeschrieben. Versuche auch weiterhin zu spenden, auch wenn es nur 1 Euro täglich ist, den du in die Box der Moschee wirfst. Was wenige wissen, Wasserspenden ist die beste Spende überhaupt. Und wir kennen alle den Hadith,
indem eine Prostituierte einem Hund Wasser zu trinken gab, das war die Tat für die Vergebung ihrer Sünden. Wie sieht es dann aus, wenn man Menschen, Muslime oder Nicht-Muslime, zu trinken gibt? Und in einem anderen Hadith heißt es sinngemäß, die Spende löscht den Zorn Allahs und verhindert einen schlechten Tod. Das heißt, Sterben während einer Sünde wird verhindert. Dann Ad-Dua, das Bittgebet, die größte Tür für deinen Erfolg. Und wer sich mal den Koran durchliest, wird sehen, dass die Propheten keine großen Armeen und Vermögen hatten. Ihre stärkste Waffe war, sich vor Allah subhanahu wa ta'ala zu erniedrigen und ihn um Erfolg und Rettung zu bitten. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah 2, Surah Al-Baqarah, die Kuh, Vers 186. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Und wenn dich meine Diener nach mir fragen, so bin ich nahe. Ich erhöre den Ruf des Bittenden, wenn er mich anruft. So sollen sie nun auf mich hören und an mich glauben, auf dass sie besonnen handeln mögen. Und in Sura 40, Sura Ghafir, der Vergebende, Vers 60 heißt es: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Euer Herr sagt, ruft mich an, so erhöre ich euch. Gewiss, diejenigen, die sich aus Hochmut weigern, mir zu dienen, werden in die Hölle gedemütigt eingehen. Und in Sura 27, Sura Tunnemel, die Ameisen, Vers 62, heißt es: أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. Oder ist besser, wer den in einer Notlage Befindlichen erhört, wenn er ihn anruft und das Böse hinwegnimmt und euch zu Nachfolgern auf der Erde macht? Gibt es denn einen anderen Gott neben Allah? Wie wenig ihr bedenkt. Dann hast du dein Imanbuch Nummer 1, der edle Koran. Im Ramadan hast du ihn durchgelesen, vielleicht sogar mehrmals. Verlasse ihn nicht komplett, auch wenn du dir vornimmst, bis zum nächsten Ramadan ihn einmal durchzulesen. Und das ist auf jeden Fall machbar. Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Sura 25, Suratul Furqan, die Unterscheidung, Vers 30. وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. Und der Gesandte sagt, O mein Herr, mein Volk mied diesen Koran unter Missachtung. Wie kann man nur so etwas Edeles unterlassen? Allah subhanahu wa ta'ala sagt über diesen Koran in Sura 56, Suratul Waqi'ah, die eintreffende Verse 77 bis 80. إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ. Das ist wahrlich ein ehrwürdiger Koran in einem wohlverwahrten Buch, das nur diejenigen berühren dürfen, die vollkommen gereinigt sind.
Er ist eine Offenbarung vom Herrn der Weltenbewohner. Und in Sura 85, Suratul Buruj, die Türme, Verse 21 und 22. بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٌ. Nein, vielmehr ist er ein ruhmvoller Koran auf einer wohlbehüteten Tafel. Und in Sura 21, Suratul Anbiya, die Propheten, Vers 10 heißt es: لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Wir haben ja ein Buch zu euch hinabgesandt, in dem eure Ehre liegt. Begreift ihr denn nicht? Und in Sura 17, Suratul Isra, die Nachtreise, Vers 9. إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا. Gewiss, dieser Koran leitet zu dem, was richtiger ist, und verkündet den Gläubigen, die rechtschaffene Werke tun, dass es für sie großen Lohn geben wird. Dann gibt es eine weitere Tür, um dein Iman zu befestigen im Herzen. Und diese Tür ist allen bekannt, aber wenige betreten sie, und zwar die Tür des Dhikr, das Gedenken Allahs. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Sura 29, Suratul Ankabut, die Spinne, Vers 45. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. Verlies, was dir vom Buch als Offenbarung eingegeben wird, und verrichte das Gebet. Gewiss, das Gebet hält davon ab, das Schändliche und Verwerfliche zu tun. Und das Gedenken Allahs ist wahrlich größer, schwerwiegender, und Allah weiß, was ihr macht. Hier sagen die Erklärer dieses Verses, und zwar die Mehrheit der Gelehrten, dass das Gedenken Allahs außerhalb des Gebets gewaltiger und größer und schwerwiegender ist als das Gebet an sich. Das weist auf die hohe Stufe des Dhikrs hin. Aber beim Dhikr gibt es eine Bedingung, und zwar muss man es viel und häufig aussprechen, so wie es in zahlreichen Stellen im Koran steht. Dann eine weitere riesengroße Sache, die dein Iman aufrecht erhält, außerhalb von Ramadan, die Tür des Wissens, über die die Gelehrten sagen, es gibt nichts Besseres auf dieser Welt als das Wissen, das Paradies auf Erden, das Beste, womit du deine Zeit verbringen kannst. Jeden Tag einen Vortrag hören oder jedes Mal in Abständen ein Buch lesen, in den verschiedenen Wissenschaften, die zahlreich sind, ist auch machbar während des Jahres. Und dann das Gelernte in die Tat umsetzen und dann dazu aufrufen, was gibt es Besseres? Man sollte sich einen Plan machen und versuchen, zwischen den vielen Gottesdiensten zu variieren. Über einige tugendhafte Vorfahren wurde gesagt, dass wenn Ramadan einbricht, sie gar nichts an ihrem Plan ändern, außer dass sie täglich fasten müssen. Das heißt, sie sind schon so oder so beschäftigt mit allen anderen Türen der Anbetungen, die wir leider nur im Ramadan kennen. Über einen anderen wurde gesagt, wenn zu ihm gesagt werden würde, morgen ist der Tag der Auferstehung, könnte er nichts an seinem Plan mehr ändern, weil er schon überfüllt ist. Und deswegen sagte Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, beschäftige deine Seele mit dem Guten, sonst wird sie dich mit dem Schlechten beschäftigen. Und ein Grund dafür, warum manche nach Ramadan einbrechen, ist, dass sie sagen, der Weg ist so lang und ich bin schwach. Wie soll ich das schaffen? Und das ist eine falsche Aussage. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Sura 59, Suratul Hashr, die Versammlung, Vers 18. Ja, ayyuhalladhina amanu, ittaqullaha wal tanzur.
نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. O die ihr glaubt, fürchtet Allah, und eine jede Seele schaue, was sie für morgen vorausschickt, und fürchtet Allah, gewiss, Allah ist kundig dessen, was ihr tut. Und in Sura 31, Surat al-Luqman, Vers 34, sagte Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. Niemand weiß, was er morgen erwerben wird. Deswegen soll man sich das Leben nicht schwer machen, indem man sagt, der Weg ist lang. Nein, man soll von morgen zu morgen denken. Und im bekannten Hadith heißt es, wenn du den Morgen erreichst, dann erwarte nicht den Abend. Und wenn du den Abend erreichst, dann erwarte nicht den Morgen. Und wir sehen und spüren alle, wie die Zeit verfliegt. Und wir kennen alle den Hadith in Sahih al-Bukhari und im Musnad von al-Imam Ahmad von Abu Huraira, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانِ, sinngemäß, und die Zeitabstände rücken nahe aneinander. Und das gehört zu den Zeichen der Stunde. Und die Gelehrten sagten zu diesem Hadith, dass gemeint ist, dass der Segen von der Zeit verschwinden wird. Dann wird in diesem Kontext eine Aussage von Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, erwähnt, in der es heißt, ich schaffe nicht mehr das fertig zu kriegen in meinen Wissenssitzungen, was ich vor einigen Jahren geschafft habe, als ob er, rahimahullah ta'ala, indirekt auf diesen Hadith hinweist. Und Ibn Hajar ist 852 nach der Hijra verstorben. Das sind ca. 600 Jahre her. Deswegen nutze deine Zeit. Und wer sich das Jahr mal betrachtet, sieht, dass man sich vor Ramadan vorbereitet und dann für die Zeit nach Ramadan, auf das man standhaft und rechtschaffen bleibt. Und dann gibt es die größte Vorbereitung überhaupt, und zwar die Vorbereitung für den Tod und alles, was danach kommt. Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Surah 30, Surah Ar-Rum, die Römer, Vers 44. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. Wer ungläubig ist, dessen Unglaube geht zu seinem eigenen Nachteil, und wer rechtschaffen handelt, bereitet sich selbst die Lagerstatt vor. Hier ist die Vorbereitung. Deine Lagerstatt ist dein Grab und dein Platz im Paradies. Und in Sura 2, Suratul Baqarah, die Kuh, Vers 223, heißt es, وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. Doch schickt Gutes für euch selbst voraus und fürchtet Allah und wisst, dass ihr ihm begegnen werdet, und verkünde den Gläubigen frohe Botschaft. Abschließen möchte ich mit folgender Sache. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns erschaffen, damit wir ihm dienen. So heißt es im bekannten Vers in Sura 51, Sura al-Dhariyat, die aufwirbelnden, Vers 56, sinngemäß. Und ich habe die Dschinn und die Menschen nur dazu erschaffen, damit sie mir dienen. Das ist der Sinn unserer Erschaffung, Allah subhanahu wa ta'ala anzubeten und ihn als Einzigen zu erklären. Aber weißt du, was der Sinn der Anbetung ist? Diese Antwort findest du direkt am Anfang des Korans, in Sura 2, Suratul Baqarah, die Kuh, Vers 21. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, O ihr Menschen, dient eurem Herrn, der euch und diejenigen vor euch erschaffen hat, auf dass ihr gottesfürchtig werden möget. Die Gottesfurcht, das ist die Krone, die jeder anstreben sollte. Im Fastenvers heißt es sinngemäß, O die ihr glaubt, vorgeschrieben ist euch das Fasten, so wie es denjenigen vor euch vorgeschrieben war, auf dass ihr gottesfürchtig werden möget. In Bezug auf die Hajj heißt es sinngemäß, die Zeit der Pilgerfahrt sind bekannte Monate. Dann am Ende des Verses sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und versorgt euch mit Reisevorrat, doch der beste Vorrat ist die Gottesfurcht. Und fürchtet mich, O die ihr Verstand besitzt. Das heißt, alle Anbetungen sind dafür da, um die Taqwa zu erlangen. Und im Ramadan wird das extremst deutlich. Denn hier verzichten wir auf Dinge, die erlaubt sind. Das muss dich dazu bringen, erst recht auf Dinge zu verzichten, die nicht erlaubt sind. Nach Ramadan wird jeder sehen, ob seine Taqwa gestiegen ist oder nicht.
Denn der Sinn des Fastens war kein anderer außer dieser, die Erlangung der Taqwa. Und um auf die Wichtigkeit der Taqwa hinzuweisen, wiederholte es Allah subhanahu wa ta'ala im 18. Vers von Surah 59, Suratul Hashr, die Versammlung. So heißt es sinngemäß: O die ihr glaubt, fürchtet Allah, und eine jede Seele schaue, was sie für morgen vorausschickt, und fürchtet Allah. Gewiss, Allah ist kundig dessen, was ihr tut. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam war der gottesfürchtigste Mensch überhaupt. Und auch ihm wurde befohlen, weiterhin gottesfürchtig zu bleiben. So heißt es in Surah 33, Suratul Ahzab, die Gruppierungen, Vers 1. Ya ayyuhan nabiyyu taqillah, O Prophet, fürchte Allah. Gemeint ist, bleibe weiterhin standhaft auf der Taqwa. Und wer sich im Diesseits mit der Taqwa schmückt, dem wird das Paradies zuteil. So sagte Allah subhanahu wa ta'ala in Surah 19, Suratul Maryam, Vers 63. Tilka al-jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Das ist der Paradiesgarten, den wir denjenigen von unseren Dienern zum Erbe geben, die gottesfürchtig sind. Und in Surah 16, Surah An-Nahl, die Bienen, Vers 31 heißt es: Jannatu adni yadkhulunaha tajri min tahtiha al-anhar lahum fiha ma yasha'un kadhalika yajzi Allahu al-muttaqin. Die Gärten Edens, in die sie eingehen, durcheilt von Bächen und in denen sie alles haben, was sie wollen, so vergilt es Allah den Gottesfürchtigen. Und die Bedeutung der Taqwa ist, sich einen Schutzwall aufzubauen, der zwischen dir und der Strafe und Zorn Allahs steht, sodass dich seine Strafe, sein Zorn und Bestrafung nicht erreichen. Und dieser Schutzwall kommt nur zustande, wenn man seine Pflichten gegenüber Allah erfüllt und gehorsam gegenüber ihm ist. Und die andere wichtige Seite ist, die verbotenen Dinge zu unterlassen, so gut es geht. Wer diese zwei Aspekte erfüllt, der hat es verdient, Gottesfürchtiger genannt zu werden. Und die Muslime unterscheiden sich in der Gottesfurcht genauso, wie sie sich im Iman und im Wissen unterscheiden. Desto höher dein Iman und Gottesfurcht ist, umso eher hast du es verdient, Wali, ein Nahegestellter zu Allah, genannt zu werden. Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Surah 10, Surah Yunus, Verse 62 bis 64. Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. Sicherlich, über Allahs Gefolgsleute soll keine Furcht kommen, noch sollen sie traurig sein, diejenigen, die glauben und gottesfürchtig sind. Für sie ist die frohe Botschaft im diesseitigen Leben und im Jenseits. Keine Abänderung gibt es für die Worte Allahs. Das ist der großartige Erfolg. Und wenn deine Gottesfurcht diese hohen Stufen erreicht, wird dich Allah subhanahu wa ta'ala als Geehrtesten ansehen. So heißt es in Surah 49, Suratul Hujurat, die Gemächer, Vers 13. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Gewiss, der Geehrteste von euch bei Allah ist der Gottesfürchtigste von euch. Deswegen ist die beste Kleidung die Kleidung der Taqwa. Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Surah 7, Suratul A'raf, die Höhen,
Vers 26. Ja, Bani Adam, qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha. ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. O Kinder Adams, wir haben auf euch Kleidung hinabgesandt, die eure Blöße verbirgt und Gefieder, aber die Kleidung der Gottesfurcht, die ist besser. Das ist eines von Allahs Zeichen, auf das sie bedenken mögen. Und der beste Reisevorrat, sei es nun bis zum nächsten Ramadan oder für das Jenseits, ist die Gottesfurcht. Das ist der beste Reisevorrat. So heißt es in Surah 2, Suratul Baqarah, die Kuh, Vers 197. Und versorgt euch mit Reisevorrat. Doch der beste Vorrat ist die Gottesfurcht. Und fürchtet mich, o die ihr Verstand besitzt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns viel von dieser Taqwa erlangen lassen und uns vor seiner Strafe im Dies und Jenseits bewahren, auf dass wir die Reise zu ihm nach Ramadan auf beste Weise weiterführen können. Hadha wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin.